Heute gehen wir direkt ohne Präsentation, ohne Einleitung in die Praxis. Ich habe ja gestern einen Blogartikel veröffentlicht, wo es ums Delegieren und die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten und Assistentinnen geht. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen Praxis, wie ich das derzeit mit meiner Assistentin mache, kann nicht schaden. Und ich zeige euch, was sie jetzt derzeit noch für mich macht. Wir werden auch schauen, was sie in Zukunft übernehmen wird. Das weiß sie schon, also keine große Überraschung. Und dann zeige ich euch unser Trello-Board, wie wir das eben gemeinsam organisieren. So, wir sind also jetzt im Board, das ich gemeinsam mit meiner Assistentin führe, mit der Michaela. Darum heißt es auch Michaela und Claudia. Und wir haben hier ein paar Listen. Aber vorher vielleicht, was tut sie derzeit für mich? Es sind wirklich viele Backoffice-Geschichten im Zusammenhang mit meinen Meetings, beziehungsweise auch hier mit dem Live-Video. Das heißt, es sind hauptsächlich, ist sie dafür zuständig, ich speichere meine Meeting-Aufzeichnungen per Zoom in der Cloud, in der Zoom-Cloud ab. Sie ladet es herunter. Sie lädt es bei Vimeo hoch, setzt die Kapitelmarken. Allerdings, sie muss sich nicht die ganzen Aufzeichnungen anschauen, das wird zu lange dauern, sondern während der Aufzeichnungen schreibe ich schon mit, bei welcher Minute sozusagen ein neues Thema anfängt oder eine neue Frage hineinkommt. Und dieses Inhaltsverzeichnis gebe ich ihr dann hier in ein Kärtchen hinein und sie setzt die Kapitelmarken und setzt auch das Video dann in den Kursbereich auf die Aufzeichnungsseite. Beim Content-Planungsclub kommt noch dazu, dass das Ganze als Audio auch in den internen Podcast kommt. Also ihr seht schon, das sind einige Einzelschritte, die jetzt vielleicht riesig klingen, aber relativ schnell erledigt sind, vor allem weil ich eben dieses Inhaltsverzeichnis vorher mache. Das ist das, was sie tut. Vom Live-Video lade ich das Video hoch auf HappyScribe und sie überarbeitet dann die Untertitel, damit da also nicht allzu viel Schwachsinn drinnen steht. Ja, bei den Untertiteln sage ich immer dazu, beziehungsweise sie weiß es schon, wenn das Live-Video 20 Minuten gedauert hat, dann darf unter Anführungszeichen sie 40 Minuten lang diesen Text überarbeiten. Es muss nicht perfekt sein, es müssen auch die Satzstellungen nicht umgedreht werden, aber halt einfach so, dass nicht irgendein Schwachfug drinnen steht. Ja? Also das sind die Dinge, die sie derzeit für mich macht. Auch wenn ich 1:1 Kunden habe, die habe ich da jetzt aus diesem Board rausgenommen, damit der Datenschutz natürlich bestehen bleibt. Ja? Und jetzt schauen wir uns einmal an, was gibt es denn in diesem Board an Listen? Zuerst mal die Fragen, das heißt, wenn irgendwas unklar ist an den Anleitungen oder an den Terminen, wie auch immer, dann stellt sie mir hier ein Kärtchen hinein. Hier kommen die Aufgaben, zeige ich euch dann gleich, wie das funktioniert. Dann haben wir eine Erledigtliste, wo sie alles hin verschiebt, was sie eben schon erledigt hat. Ich setze auch meistens Termine. Das heißt, bis wann muss die Aufgabe erledigt sein, damit sie sich auch besser einteilen kann. Und apropos einteilen, ich habe hier eine Liste mit allen für sie relevanten Terminen. Ja, also sie weiß genau, sie kann sich das zum Beispiel im Kalender Power Up anschauen und sie weiß ganz genau, in welcher Woche ist jetzt viel zu tun, weil da eben mehrere Meetings sind, wo sie dann die Aufzeichnung bearbeiten muss. Was ich nicht drinnen habe in dem Kalender, sind die 1:1 Termine mit meinen Kunden, weil ich nicht so viele habe. Also das ist nicht wirklich relevant jetzt für die Auslastung bei ihr. Und was ich auch nicht drinnen habe, sind die Live-Videos, die Untertitel, weil dass sie mir die am Freitag, am Nachmittag, also bis am Abend macht, ist auch logisch. Schreibe ich ihr nur, wenn es kein Live-Video gibt, ja, und wo eben keine Untertitel gemacht werden müssen. Das ist also das, warum ich auch hier die Liste mit den Terminen drinnen habe. Dann haben wir eine Liste mit Admin-Anleitungen. Da schreiben wir uns gegenseitig, wann wir auf Urlaub sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal reingeschrieben, wann was stattfindet, HSU-Challenge, wann die stattfindet, wann wir wo unterwegs sind, weil sie dann auch weiß, aha, da ist weniger zu tun und kann sich eben
dann für andere Kunden etwas einteilen. Schauen wir uns mal eine Anleitung an. So ein Anleitungskärtchen besteht meistens aus mehreren Dingen. Also zuerst mal muss sie das Audio von Zoom in eine MP3 umwandeln. Das ist ein Online-Dienst, dieser Audio-Converter. Dann der Link zu Soundwise, wo ich eben den internen Podcast von Content Planungsclub drinnen habe, mit welchem Benutzernamen. Passwort hatte ich hier hineingeschrieben und ihr seht schon, sie hat es wirklich rausgelöscht. Und dann gibt es hier noch eine Videoanleitung und eine PDF-Anleitung. Ja, also wenn sie da draufklickt und nicht mehr weiß, wie das funktioniert, dann sieht sie eben dieses oder kann sich dieses Video anschauen und schauen, wie ich das mit den Aufzeichnungen gemacht habe, beziehungsweise was sie halt zu tun hat. Ja. Und da gibt es für jede Aufgabe oder auch für jedes Tool, was haben wir da zum Beispiel hier, die Anleitung Happy Scribe Untertitel, so machen wir wieder zu, und Anleitung für Aufzeichnungen, wie sie das Language Tool Pro installiert und so weiter und so fort. Ja. Und dann, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, das sind hier die Vorlagen, das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich dadurch natürlich Zeit spare. Ja? Das heißt, wenn wir ein, lass mich mal kurz gucken, wenn wir uns da eine Vorlage anschauen, ihr könnt jede Karte zur Vorlage machen, indem ihr hier draufklickt, ja, bei den Aktionen Vorlage, dann kommt dieser grüne Haken. Und dann kann entweder von hier aus eine Karte angelegt werden oder, das mache ich eher so, dass ich auf dieses Symbol hier klicke in der Aufgabenliste und sage, so, jetzt geht's HSO-Meeting-Aufzeichnung zum Beispiel, oder ich muss immer aufpassen wegen der Passwörter, Vorlage CPC-Meeting, dann nehme ich dieses Vorlage weg, zack, und Karte erstellen, und dann ist in der Karte alles drinnen, was sie braucht zum Arbeiten. Ja? Und das fülle ich natürlich aus, da kommt das Inhaltsverzeichnis rein, wie die Dateien heißen sollen, wie die Überschrift sein soll, und anhand dieser Kärtchen kann sie dann durcharbeiten. Ich gebe ein Due Date hinein, dann weiß sie, okay, habe ein bisschen länger Zeit oder ist dringend, und wenn sie es abgearbeitet hat, verschiebt sie es in erledigt. Und so einmal in der Woche gehe ich her und lösche diese Kärtchen aus der Erledigtliste, und zwar auch wieder mit einem Power-Up, das ich auch schon in einem Live-Video mal gezeigt habe, nämlich mit den Bulk-Actions. Das heißt, ich muss nicht in jedes einzelne Kärtchen hinein und das löschen oder archivieren, sondern ich aktiviere hier die Bulk-Actions, das nur nebenbei. Klick hier auf das oberste Häkchen oder auf das Kästchen, dann sind alle markiert und kann jetzt hier aufräumen sozusagen und das löschen. So, Kärtchen sind weg, ich mache das Power-Up wieder zu. Das mache ich so einmal in der Woche, wenn ich dran denke, wenn ich gerade drüber stolper. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ich habe hier eingestellt, dass ich das ganze Board beobachte. Das heißt, sobald die Michaela irgendetwas hier tut, mir einen Kommentar reinschreibt, das Kärtchen verschiebt auf erledigt, bekomme ich über die rote Glocke die Benachrichtigung, dass ich hier was getan habe, kann da hineinschauen und kann schauen, was hat sie schon erledigt, was kann ich weiterverarbeiten. Ja? Also wenn zum Beispiel eine Aufzeichnung von Home Sweet Office online ist und erledigt ist, was mache ich dann? Dann gibt es ein Posting in der Home Sweet Office Gruppe, Aufzeichnung ist bereit für euch, und ich schreibe das dann auch in das Freitags-E-Mail, also in den Home Sweet Office Newsletter, könnte man sagen. Ja? Also das sind dann meine letzten beiden Schritte, die ich dann bei einer Aufzeichnung zum Beispiel von einem Meeting dann noch ausführe. Vielleicht auch nicht uninteressant, diese Live-Termine, also die Termine-Liste, wo die Michaela dann eben sieht, wann wird was kommen, wann ist wie viel zu tun. Das lege ich natürlich nicht händisch an, sondern wenn ich das nächste halbe Jahr geplant habe, was ich also immer sehr früh mache, ich habe jetzt schon bis März 23 alle Termine für alle meine Produkte, wo es eben Termine gibt, schon fix, das ist in einem Excel.
Und ich würde sagen, wir geben der Michaela gleich mal die neuesten HSO-Termine hinein. Das startet ja am 17. Oktober übrigens. Noch gibt es den Frühbucherbonus. Also, wenn ihr eure Organisation verbessern wollt, euer Selbstmanagement, dann rührt sich bitte bei mir. So, und jetzt kann ich hergehen und einfach das rauskopieren. Genau. Ihr seht, die einzelnen Zeilen werden rauskopiert und habe natürlich Automatisierungen herinnen. Das heißt, das Label wird automatisiert vergeben über eine der Automatisierungen in Trello und auch das Due Date wird automatisiert gesetzt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehe, Karte hinzufügen, da alles reinkopiere, was ich in den Zeilen rauskopiert habe, unsere Karte hinzufügen, dann kann ich auf einen Schwung 31 Karten erstellen und Trello arbeitet für mich. Schauen wir mal, was er da tut. Also, zack, zack, zack. Da sind einmal die Kärtchen angelegt und jetzt fängt er wahrscheinlich als erstes an, einmal die Labels zu vergeben. Dauert ein bisschen, aber da haben wir zum Beispiel schon ein Fälligkeitsdatum, was drinnen ist. Und die Automatisierung geht auf dieses HSO und geht auf das Datum, ja, und in ein paar Minuten wird das fertig sein. Die richtigen Labels werden drinnen sein und die Michaela hat die Termine hier herinnen. Warum ich das in Excel vorbereite, schlicht und ergreifend, weil es einfacher ist, ja, weil man hier eben schön danach filtern kann beziehungsweise sortieren kann nach den Produkten und ich somit auch die internen Kalender leichter bestücken kann. Deswegen mache ich das. Ja, da fängt schon an, da kommen schon die ersten Labels, HSO. Das ist immer nett, Trello zuzuschauen, wie es für mich arbeitet. Das habe ich sehr gern. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu fast nicht zu sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr seht, das ist relativ schlank. Das, was jetzt ab September, wenn Ihre Kinder den Schulwechsel hinter sich haben, was dann noch kommen wird, ist, dass sie Camtasia kennenlernen wird und darauf eingeschult von mir, natürlich sehr intensiv. Und nachdem ich in Home Sweet Office höchstwahrscheinlich 99, 90% der Videos neu drehen werde, weil sich in der Zwischenzeit einiges geändert hat, wird sie das nächste halbe Jahr ab Oktober sehr gut beschäftigt sein, weil sie dann eben auch Videos drehen und Videos in Vimeo ersetzen wird. Das heißt, die es eben bisher im Kursbereich gegeben hat, die werden überarbeitet. Ich werde wahrscheinlich auch den internen Podcast in Home Sweet Office neu aufnehmen und auf eine neue Plattform bringen, damit es geschützt ist vor weiteren Zugriffen. Und all das wird die liebe Michaela machen können und machen dürfen. Und sie hat mir zumindest gesagt, sie freut sich schon sehr drauf, weil natürlich ist es immer gut, wenn man auch eine Abwechslung der VA bieten kann. Ja, also so ein paar unterschiedliche Dinge. Ich habe es, glaube ich, im Newsletter geschrieben. Die Michaela kommt überhaupt nicht aus dem Online-Business-Bereich, ist da also ganz durch mich hineingestupst worden. Wir kennen uns schon Jahre, Jahre, Jahre lang. Sie war auch schon in Home Sweet Office dabei, schon vor einigen Jahren. Ja, und jetzt haben wir gesagt, wir arbeiten mal zusammen und ich bringe ihr bei, was sie braucht für die virtuelle Assistenz im Online-Business. Ja, so ist das passiert oder geschehen und ihr seht, Trello arbeitet sehr brav für mich. Gut, das war's schon, was ich im Blogartikel ja auch betont habe. Ich werde mal da den Stream ausblenden und wieder zu euch zurückkommen. Das, was ich ja im Blogartikel auch betont habe, ist, dass ich es als wichtig finde, wenn ihr oder bevor ihr etwas delegiert, dass ihr das eben auch selber gemacht habt. Ja, und alles, was ich der Michaela weitergegeben habe oder auch in Zukunft weitergeben werde, habe ich natürlich auch selber gemacht. Da fällt es leichter, die Anleitungen zu schreiben, genaue, ja, wie soll man sagen, Direktiven ist blöd, ne? Aber einfach genauer sagen zu können, was erwarte ich mir überhaupt von der VE, was soll sie alleine machen, was soll sie genau nach Vorgaben machen, das finde ich extrem wichtig.
Und das bedeutet, wenn ihr das alles vorher schon selber gemacht haben solltet, bevor ihr eben mit Assistenten zusammenarbeitet, dann bedeutet das auch, dass eure Workflows stehen sollten, dass eure Planungen gut sein sollten, euer Selbstmanagement, euer Zeitmanagement funktionieren sollte. Ich will jetzt nicht mit gut oder schlecht daherkommen, das ist ja ganz individuell, aber es sollte für euch funktionieren, damit ihr die Dinge weitergeben könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, delegieren wäre schon eine gescheite Geschichte, würde ich viel Zeit gewinnen, um an meinem Business zu arbeiten. Dann nochmal der Hinweis, Home Sweet Office 2.0 startet im Oktober. Bis Anfang September gilt noch der Frühbucherpreis. Ihr solltet euch bitte vorher einen Termin mit mir ausmachen. Home Sweet Office kann man nicht einfach so buchen, sondern wir plaudern zuerst ein bisschen und schauen, ob wir wirklich gut zusammenpassen, ob die Gruppe gut zusammenpasst. Ist ja eine relativ kleine Gruppe. Und wenn ihr das wollt, dann geht's bitte auf abenteuerhomeoffice.at/hso. Diese Abkürzung habt ihr jetzt in den Kärtchen auch schon drinnen gesehen. Und dann sprechen wir darüber, wie ihr eure Organisation so hinbekommt, dass ihr in Zukunft eben wirklich produktiv, effizient und mit viel Spaß und Freude mit euren Assistenten zusammenarbeiten könnt.